Nach Ansicht vieler Marktbeobachter und Analysten stehen wir jetzt vor den wichtigsten zwei Wochen dieses Jahres für die Märkte insgesamt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick in der neuen Woche. Und es dürfte eine heftige Woche werden, vor allem wegen dem ersten großen Ereignis der FED-Sitzung, der FED-Entscheidung. Das zweite große Ereignis dann in die nächste Woche, das G20-Treffen in Osaka, Japan. Aber in dieser Woche wird das FED-Treffen, die FED-Entscheidung im Vordergrund stehen. Und es ist schon wirklich erstaunlich. Noch vor kurzem wähnten sich die Aktienmärkte ja vor allem in einem Goldilocks-Szenario. Wirtschaft robust, FED hebt die Zinsen nicht mehr an, Inflation relativ niedrig, alles gut, wir müssen steigen. Dann plötzlich die Kehrtwende. Oh, Wirtschaft säuft ein bisschen ab. Hat man das kommen sehen können? Natürlich hat man es ignorieren wollen seitens der Aktienmärkte. Ebenso natürlich, man wollte es einfach nicht wahrhaben. Das natürlich, wenn in China und Europa die Dinge schwieriger werden, auch die USA nicht komplett auf einem anderen Planeten leben, dann wurden die Daten schlechter und plötzlich ist man ins andere Extrem gefallen und hat gesagt, oh, jetzt wird aber alles ganz, ganz schlimm, jetzt muss die Fed ja mehrfach die Zinsen senken, um diesen massiven Abfall der Konjunkturdaten irgendwie aufzufangen. Dann hatten wir am Freitag jetzt die US-Einzelhandelsumsätze mit die zentrale Größe, was die US-Wirtschaft betrifft, gut 70% der US-Wirtschaft sind bekanntliche Binnenkonsum und die waren ganz okay. Plus 0,5% zum Vormonat, vor allem aber der April dann deutlich nach oben revidiert von minus 0,2 auf plus 0,3%. Auch die Industrieproduktion, die am Freitag veröffentlicht worden war, besser als erwartet. Also warum soll eigentlich die Fed jetzt in Panik verfallen, wenn die Aktienmärkte nahe der Allzeithoch stehen und wenn die Konjunkturdaten bis auf die US-Arbeitsmarktdaten und die Einkaufsmanager-Indizes ISM und Market produzierendes Gewerbe eigentlich relativ okay sind. Natürlich nicht bombig, aber eben ziemlich okay. Und es rechtfertigt schlichtweg eben nicht eine panikartige Kaskade von Zinssenkungen durch die Fed. Genau damit rechnet aber der Markt. Ich hatte hier diese Grafik immer wieder gezeigt, weil sie sprechend ist. 83% die Wahrscheinlichkeit, dass im Juli die Zinsen gesenkt werden, 23%, dass jetzt auf der Sitzung in dieser Woche die Zinsen gesenkt werden und dann fast 64% Wahrscheinlichkeit, so preisen es die Fed Funds Futures ein, dass im September dann die zweite Zinssenkung kommt und über 50% die Wahrscheinlichkeit, dass dann gleich noch eine dritte Zinssenkung kommt, also gleich hier die volle Kaskade, alle drei Monate dann praktisch die Zinssenkungen und das ist natürlich schon ein bisschen extrem. Wie extrem will ich Ihnen hier mal zeigen. Hier sehen wir den Unterschied zwischen den Fed Funds Futures, das ist hier diese blaue Linie. Und das sind die, das Rote sind die sogenannten Dot Plots, also die Erwartungen der Fed selbst, wie sie eben die Zinsentwicklung einschätzt. Ja, die ist nach unten gekommen, die sogenannten Dot Plots, aber die Fed erwartet immer noch eine Zinsanhebung in 2020. Das wird sie vielleicht jetzt kassieren auf der Sitzung in dieser Woche. Aber wir sehen hier, die Fed Fund Futures sind massiv schon vorgelaufen. Das ist eine Divergenz, eine Differenz, die so groß war wie noch nie. Und das Seltsame ist an dieser ganzen Geschichte, dass die Aktienmärkte den Kuchen essen wollen, ihn aber gleichzeitig eben behalten wollen. Denn der S&P, der ja nahe Allzeithoch steht, der preist eine Wahrscheinlichkeit eigentlich ein von 6%, dass es eine Rezession gibt. Aber wegen der Rezession, die man doch so dringend fürchtet, wird die Fed ja gezwungen sein, aus Sicht der Aktienmärkte mindestens dreimal in diesem Jahr die Zinsen zu senken. Da beißt sich die Katze schlichtweg in den Schwanz. Wir haben hier bei der 5-jährigen US-Staatsanleihe, bei Metallen, bei High Yield, wie auch bei Investment Grade Bonds eine viel höhere Wahrscheinlichkeit eingepreist als an den Aktienmärkten. Also irgendwas stimmt da nicht und das ist genau der Punkt, auf den etwa Goldman Sachs rekurriert und gesagt, die Märkte, die sind da ziemlich schief gewickelt. Warum soll die Fed jetzt die Zinsen so massiv senken, wenn die US-Konjunkturdaten relativ stabil sind, wenn Trump die Fed versucht, hier in eine Richtung zu drängen, da gibt es eigentlich keinen großen Grund. Andere Häuser wie Bank of America, Merrill Lynch sagen, ja, kauft Aktien, es ist super, weil die Buyback-Saison jetzt einsetzt etc. Also hier widerspricht man sich ein bisschen. Morgan Stanley sieht es eher wie Goldman Sachs und hat hier folgende Grafik zum Beispiel oder folgendes Cartoon hier gezeichnet. Economy ziemlich groß mit einer ziemlich dicken Keule und hier die Fed
so ein kleiner Ritter, der sozusagen versucht, dagegen anzustinken. Die Dynamik in der Wirtschaft ist so groß, dass auch eine Fed eben die nicht komplett ändern kann. Man kann es vielleicht ein bisschen abfedern, aber die Märkte spielen eben auch die Situation. Ja, Hauptsache die Fed senkt die Zinsen, wenn wir dann ein Katastrophenszenario bekommen, egal, Hauptsache Zinssenkungen, und das ist einfach nicht schlüssig. Schlüssig dagegen folgende Grafik, die ich Ihnen hier zeigen will, auch von JP Morgan, die hier diese Szenarien mal gezeigt haben, was in diesen beiden wichtigsten Wochen eigentlich passieren kann, wenn wir zum Beispiel eine dovische Fed und einen G20-Deal haben, also einen Deal zwischen den USA und China, aber der ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dieser Deal. Jetzt hat Wilbur Ross, Handelsminister, nochmal klar gesagt, also das Einzige, was da passieren kann auf dem G20-Treffen in Osaka, ist, dass man wieder beginnt, die Gespräche aufzunehmen. Ein Deal ist eigentlich völlig ausgeschlossen, sehe ich absolut auch so. 0% die Wahrscheinlichkeit. Aber das Positive wäre, wenn es dazu käme, dass beide sich treffen, nämlich Trump und Xi Jinping, dass dann vielleicht die Gespräche wieder aufgenommen werden. Aber Trump hat eben jetzt die Latte sehr hochgelegt, indem er zunächst gesagt hatte, ja, wenn Xi Jinping nicht kommt, dann gibt es automatisch die Zollerhöhung. Jetzt beginnt übrigens am heutigen Tag die Anhörung, die öffentliche Anhörung. Da können Unternehmen, Privatleute etc. ihre Gedanken, ihre Einwände formulieren gegenüber diesen Zöllen. Dann wird diese Geschichte eine Woche lang dauern. Dann haben die Unternehmen noch eine Woche Zeit. Und dann in zwei Wochen könnten theoretisch schon dann die Zölle, nämlich am 2. Juli, erhoben werden. So ist die Marschrichtung. Jedenfalls 0% Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich dieser G20-Deal mit China, USA, das ist hiermit gemeint, kommt. Jedenfalls dann würde JP Morgan den S&P über der 3000er Marke sehen. Wenn es eine hawkische Fette gäbe und keinen Deal im Worst-Case-Szenario unter 2650, eine dovische Fette und kein Deal 2750 und so, kann man das hier fortsetzen, eine relativ aussagekräftige Grafik. Schauen wir uns die Charts an, nachdem ich versucht habe, so ein bisschen das Bild zu präsentieren. Die Märkte sind sehr, sehr weit vorgelaufen. Die Frage ist, wird die Fed jetzt wieder wie folgen, wie schon zuletzt? Wir erinnern uns, Januar hat die Fed ja den Rückzieher gemacht in Sachen Bilanzsummenreduzierung, Autopilot. Das wurde kassiert und dann später hat man eben auch die Zinsanhebungen kassiert. Aber jetzt versuchen die Märkte, die Fed wieder sehr, sehr einseitig in eine Richtung zu drängen. Und die Frage, die sich für die Fed stellen wird, warum sollen wir jetzt reagieren im Dezember oder am Anfang Januar? Okay, da war der S&P auch massiv unter Druck gekommen. Jetzt gibt es keinen Druck an den Aktienmärkten. Warum sollte man jetzt reagieren? Diese Frage sollten sich die Aktienmärkte vielleicht stellen. Was haben wir heute an Daten auf der Agenda? Nicht viel, New York Empire State Index. Ich erwarte, dass in dieser Woche eben jetzt erstmal so hingezittert wird auf die Fed, dass man also sich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500, 2897, leicht positiv für die Futures in den USA, respektive die US-Futures, nachdem die asiatischen Märkte so tendenziell so ein bisschen nach oben gehen, 26.175 der Dow Jones. Was wird der DAX aus der Geschichte machen? 12.118 Punkte, also wenig verändert in der Summe. Wir haben Dollarstärke gesehen, noch am Freitag aufgrund der relativ robusten US-Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion. Jetzt 1.1213 der aktuelle Stand. Wir sehen Gold, das wieder ein bisschen runterkommt, schon über der 1.350er Marke war. Auch hier sind viele Zinssenkungen bereits eingepreist im kurzen Zeitfenster. Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen too much und wir haben Öl, das sich hält, das amerikanische Crude Oil bei $52.57. Also Unterschied zwischen Märkten und Fed, wie groß ist der? Wird die Fed sozusagen wieder den Märkten entgegenkommen? Wird also das Herrchen dem Hund hinterherlaufen und sagen, oh, Hauptsache du bleibst bei mir? Oder muss der Hund diesmal dem Herrchen hinterherlaufen, dem die Fed sagt, Leute, wir haben keinen Grund jetzt die Zinsen zu senken und vor allem nicht in der Folge, wie ihr glaubte, dass wir das tun müssten? Das ist die entscheidende Frage, die sich jetzt stellt. Ihnen einen guten Start in diese Woche, meine Damen und Herren. Servus und ciao.